Jeder kann kochen und frische und gesunde Küche à la Jamie Oliver muss nicht unbedingt teuer sein, kann aber viel zu ihrer Lebensqualität und Gesundheit beitragen. And as all of you guys know and everyone in the room today, diet-related disease is still the biggest killer in this country. That is why we started the Ministry of Food Centre and that's why we want local people to teach and be passionate about food to local people. Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger und die Caritas Wien haben sich zusammengetan, um mit dem Konzept von Jamie Oliver die Kochfertigkeiten der Bevölkerung als Alternative zu Fertiggerichten wesentlich zu steigern. Ja, wir unterstützen diese Initiative, weil wir darauf hinweisen wollen, wie wichtig gesunde Ernährung auch für ein gesundes Leben ist. Es ist höchste Zeit, Maßnahmen gegen die Fehlernährung der Bevölkerung zu setzen. Viele industriell hergestellten Lebensmittel weisen überhöhte Kalorien und Salzwerte auf. Die Folgen sind dramatisch. Immerhin haben in Österreich 600.000 Menschen Diabetes. Es sind rund 1,5 Millionen Menschen mit Bluthochdruck. Und das zeigt, wie wichtig gesunde Ernährung natürlich auch für die Gesundheit der Menschen ist. Gut ein Fünftel der Mädchen und gut ein Viertel der Buben im Alter zwischen 7 und 14 Jahren sind übergewichtig. Viele Menschen übersehen, dass oft die Fehlernährung am Anfang einer Abwärtsspirale steht, die das ganze Leben verändert. Hier spielen Themen wie Jobverlust eine große Rolle, aber auch das Thema Bildung. Aber ein ganz wesentliches Thema ist auch, wie geht es mit meiner Gesundheit? Viele der Menschen, die zu uns kommen, sind krank, auch deshalb, weil sie zu wenig auf ihre Gesundheit achten können oder es zu glauben. Das Wissen, was wir essen, kann uns präventiv helfen. Internationale Studien belegen, dass Menschen, die eine höhere Ernährungskompetenz haben, auch weniger krank sind und hiermit natürlich auch dann gesünder sind in der Zukunft. Und für uns ist es ganz wichtig, weil Ernährung ein ganz wichtiger Baustein in der Prävention ist. Die Aktion Jeder kann kochen wird erstmals im deutschsprachigen Raum im Rahmen einer Kooperation mit der Jamie Oliver Food Foundation angeboten. Auf unserer Homepage www.caritas-wien.at findet man das Projekt Community Cooking. Auf unserer Facebook-Seite informieren wir laufend über dieses innovative neue Projekt und wir freuen uns schon auf zahlreiche Anmeldungen. 10 freiwillige Tutoren wurden nach dem Konzept von Jamie Olivers Ministry of Food geschult, um ab sofort ihr Wissen in die Küchen Wiens weiterzutragen. Und dabei geht es nicht nur um Kochrezepte. Es geht auch darum, dass man schaut, was kann man wie lagern. Es ist mal gut, mehr zu kochen und dann das haltbar zu machen, anstatt immer nur kleine Portionen. Und es geht auch um diesen sozialen, wenn wir einen Kurs haben und da sitzen 8, 9 Leute zusammen und dass man auch wieder denkt mit der Familie gemeinsam, also dass man irgendwie diesen sozialen Effekt auch hat, genau, des Essens, des gemeinsamen Essens. Und schmeckt es wirklich besser? Ja, eindeutig.